So, Jungs, ich liege jetzt hier gerade im Bett. Es geht wieder einigermaßen. Allerdings habe ich mich gerade übergeben. Und dementsprechend werde ich das jetzt lassen. Ich habe mittlerweile, nachdem ich mich jetzt übergeben habe, Kopfschmerzen. Wie gesagt, der Schwindel ist weg, aber Halsschmerzen in der Kombination. Ich glaube wirklich, ich werde krank. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall wieder gut machen. Irgendwie mögen mich 24-Stunden-Streams nicht. Ich glaube, das ja, will bei mir einfach nicht. Aber ja, ist halt nun mal so. Für den Moment danke ich jedem von euch, der dabei war. Ja, ich danke für die vielen Donations. Ich danke für die vielen lieben Worte auch am Ende jetzt. Und ja, ihr habt recht, Gesundheit geht vor. Deswegen habe ich es auch abgebrochen. Das musste sein. Weil mir, ich war wirklich. Ich wäre auf diesem Stuhl da kollabiert. Ihr habt es ja auch gesehen. Normalerweise würde ich niemals ein Spiel abbrechen. Einfach mittendrin die Konsole ausschalten. Aber es ging einfach nicht. Oh ja, ich werde jetzt schlafen. Und ja, wir werden dann demnächst diese 4 Stunden nachholen und dann nochmal einen 12-Stunden-Stream raushauen. Und ich hoffe, das geht so in Ordnung. Ja, besten Dank erstmal an dieser Stelle. So, Freunde, guten Morgen, grüßt euch. Ihr habt es ja gerade in dieser Voice gehört, die ich aufgenommen habe. Irgendwie, mir scheinen die 24-Stunden-Streams nicht zu liegen, wenn ich mal so zurück mich erinnere. Ich weiß nicht, was es ist. Ich liege immer noch total in Sauer sozusagen. Ich weiß überhaupt nicht, was mich weggekickt hat, aber irgendwas hat mich hart weggekickt. Es kann sein, dass ich wirklich krank bin. Ich habe den ganzen Stream schon über angekündigt, mir geht's nicht so gut, ich glaube, ich bin krank. Aber dass das so dann abgeht, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Um mal ganz kurz zu erklären, für alle, die nicht dabei waren, für die auch dabei waren, das nicht mitbekommen haben vielleicht. Ich war im Bad und mir ist plötzlich schwindelig geworden, als ich wiedergekommen bin. Ich habe im Bad immer frische Luft geschnappt, da war das Fenster offen, da konnte man immer halt frische Luft holen. Bin ich wiedergekommen, war mir schwindelig wie Sau. So, an sich nichts Ungewöhnliches, kann mal vorkommen. Ne? Vor allem, wenn man so lange wach ist. Aber es wurde dann immer schlimmer und mir ist einmal kurz schwarz vor Augen geworden und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe: Abbruch. Einfach weil das geht so nicht. Ne? Also, das ist wirklich für mich ja auch fahrlässig, wenn ich das weitergemacht hätte. Der Punkt ist, ich konnte erst nicht einschlafen. Habe mich dann übergeben, nicht so schön. Hab dann eine Stunde gepennt und konnte von dem Zeitpunkt an nicht mehr einschlafen. Ich glaube, die Kombination aus Kaffee, diesem starken Kaffee und diesem Schluck oder diesen zwei, drei Schlücken Magic Man, weil danach ist es passiert, ich vertrag kein Energy. Und das hat das wieder eindrucksvoll bewiesen. Weil ich glaube, das hat mich gekillt. Und ich glaube, das war im Endeffekt dann eine Koffein, so eine, der Anflug einer Koffeinvergiftung, weil ich konnte wirklich bis heute Morgen um 8:50 Uhr nicht schlafen. Um 8:50 Uhr habe ich mich dann entschlossen, okay, das bringt alles nichts mehr. Und bin dann nach einiger Zeit in ein anderes Zimmer nebenan gegangen, wo ich es dunkel machen kann, weil hier kann ich es nicht dunkel machen. Ne? Ich habe da seit neuestem keine Gardinen mehr vor. Und habe da dann jetzt 2 Stunden geschlafen. Mir geht's absolut scheiße. Als ob ich gestern Nacht komplett. Ich habe ja keine Kater normalerweise, wenn ich trinke, aber als ob ich gestern Nacht gesoffen hätte. Ich weiß es nicht. Ja. Kann man jetzt nichts mehr machen im Nachhinein? Das ist wieder extrem ärgerlich. Mir ging es die ganze Zeit so gut. Bis zu diesen 3 Schlücken da. Weiß ich nicht. Ich habe schon angekündigt, es wird auf jeden Fall nochmal diese 4 Stunden nochmal nachgeholt. Und zwar im Dreifachen. Mit einem 12-Stunden-Stream, den ich demnächst nochmal machen werde. Wann weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, wenn ich dann Wochenende finde. Nicht die nächste Woche auf jeden Fall. Aber irgendwann auf jeden Fall mal, wenn es passt. Dann gibt es nochmal einen 12-Stunden-Stream. Ich danke jedem Einzelnen, der dabei war. Wir hatten, ich glaube, 200, 300 Leute oder so. Ich weiß nicht genau. Aber wir waren extrem viele. Zwischendurch zu Hochzeiten bei 700. Absolut geil. Ich habe mich mega darüber gefreut. Die ganzen Donations, die ganzen lieben Worte, die ganzen lieben Kommentare und so weiter und so fort. Besten Dank. Auf jeden Fall gerade an die Top-Donator, die die ganze die Pack-Openings ermöglicht haben. H96 Forever ist da beispielsweise dabei gewesen. Ich habe die ganzen Namen vergessen, aber auch irgendwas mit H. Irgendein Name mit H. Hanno? Nee. Ich habe wirklich den Namen gerade nicht im Kopf, aber absolut Hauke auf jeden Fall, genau, der hat auch zigmal gespendet. Ja, einfach nur genial, danke dafür. Es hat mega Spaß gemacht. Ich kann mir auch gerne vorstellen, sowas nochmal zu machen, aber ich glaube, dann nenne ich es nur 20 Stunden Stream, weil es funktioniert irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Damals bei Marcel war es ja auch so, woran es damals gelegen hat, ich weiß es auch nicht. Und als ich mein 24 Stunden Stream gemacht habe, habe ich ja kurz vor Schluss, ich glaube 2 Stunden vor Schluss aufgehört morgens. Einfach weil es da auch nicht mehr ging, aber da lag es nicht an Energy, da lag es einfach wirklich nur daran, dass ich davor nicht gepennt habe.
Mir liegt es nicht. Aber wie gesagt, es gibt die Entschädigung, dann sind wir jetzt noch bei 32 Stunden und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, nochmal danke an alle, die dabei gewesen sind und ich hoffe, ihr versteht das, weil Gesundheit geht halt einfach vor. Ich denke mal, da sollten wir uns alle nichts vormachen. Ja, ich werde jetzt den Tag versuchen, noch zu schlafen, beziehungsweise mich hier zu regenerieren und rauszufinden, woran es lag. Ich weiß es nicht. Naja, gut, das war's. Nachher kommt noch ein Video. Das habe ich schon vorproduziert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.